Ich lese das Solinger Tageblatt von Dienstag, dem 21. Januar 2020. Und auf Seite 4 heißt es: Bahn in Frankreich fährt wieder nach Streiks. Paris. Punkt. Nach wochenlangen Dauerstreiks gegen die Rentenreform hat sich der Bahnverkehr in Frankreich wieder weitgehend normalisiert. Am Montag fuhren die Züge der meisten Metrolinien in Paris wieder über den Tag in normaler Taktung. Auf einigen Linien gab es aber noch Störungen. Auch am Pariser Ostbahnhof hielten immer noch keine Metros. Auch die Vorstadtzüge fahren wieder regelmäßig. Für Pendler eine große Erleichterung. Am Wochenende hatte eine wichtige Lokführergewerkschaft der Pariser Nahverkehrsgesellschaft RATP angekündigt, vorerst eine Streikpause einzulegen. DPA. Tschüss.